So, moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Rush Royale Video auf dem Kanal der Taker. Ja, kleine Information vorweg, der Fairness halber, heute wird es kein Gameplay geben, denn ich war mal wieder so schlau, habe die neueste Version, Update 22.0, schon runtergeladen auf Handy und ja. Naja, was soll ich sagen? Am PC ist er natürlich noch nicht da, aber trotzdem interessantes Video, würde ich sagen, für euch. Ich habe noch mal ein paar Sneak Peeks bekommen. Vielen lieben Dank an MyGames dafür's vorab. Ja, die Möglichkeit ist vorab, euch zu präsentieren zum ja, Turniermodus, der kommen wird. Auch inklusive der Belohnung. Also dranbleiben lohnt sich eigentlich trotzdem. Aber wie immer fangen wir mit den Supportern des Tages an. Und das war vor 21 Stunden der A. Dönitz, der Joport, dann nochmal der Dönitz, danke schön für den Schaffler, für die vielen Tipps und dann nochmal Dankeschön für den Schaffler, für die vielen Tipps. Direkt zweimal, nein, dreimal sogar. Dankeschön für den Schaffler. Dönitz, absoluter Ehrenmann. Dann der Swallow Cloud Warrior, der Dreamman mit dem Kuss. Ah, Dönitz, dann noch zweimal, vielen Dank. Den Matt Hater ist am Start. Tick Gamer, das mit dir und Wizzy um Mitternacht war echt episch. Ja, war echt cool. Einfach mal so random gegen Wizzy gekommen im PvP und er war auch noch live. Ja, waren coole Matches. GG nochmal an der Stelle. Stefan einmal und zweimal. Dann der Anonymous vor 10 Minuten war das so nötig, dass man die Meerjungfrau nerft. Ja, da sprechen wir auch gleich noch drüber. Nerf ist da für die Meerjungfrau. Ich habe schon einige Stimmen gehört, die ist gefühlt erledigt. Wie gesagt, ich habe sie selbst noch nicht ausprobiert, habe noch nicht gespielt. Und ja, wir schauen uns den Text gleich dazu an. Und vor 4 Minuten, fast hier mit dem Live-Support, eigentlich hätte ich vor 4 Minuten schon aufgenommen, hatte aber noch selber ein bisschen was durchgelesen, der gute André tatsächlich. Grüße gehen raus. Ja, womit fangen wir an? Wir fangen an mit den Patch Notes, bevor wir zu den interessanten Sachen gehen. Dazu kann ich euch ja einfach mal hier den Clip hier abspielen lassen, da seht ihr das nochmal auf Englisch. Wir gehen aber nochmal durch. Ist übrigens auch ein Sneak Peek, vielen lieben Dank. Unser neuer Community Manager hat das alles auf Deutsch übersetzt. Kuss geht raus an der Stelle. Vielen lieben Dank dafür. Und zwar, wir fangen mit dem kleinen Feuerzahn an. Er schläft jetzt nach dem Essen nicht mehr so lange. 20 Sekunden auf 6 Sekunden. Auch nach einer Bewegung schläft er nicht mehr so lange. Von 10 Sekunden auf 6 Sekunden. Während der Bewegung erhält eine zusätzliche Sättigungsladung auf einer Zelle von 1 auf 2 erhöht. Und die passive Fähigkeit Feuerpfütze, in Klammern Rüstungsverringerer, wurde von der Fähigkeit Verbrennungsflamme zu der Fähigkeit des Level 1 Helden verschoben und wird aktiviert, wenn eine Sättigungsladung erhalten wird. Warum? Kleiner Feuerzahn ist ein interessanter und starker Held, aber man kann ihn nur schwer auf dem Schlachtfeld bewegen. Um einen Bonus zu erhalten und als Held mit niedrigem Level hat er den maximalen Bonus oft erst am Ende des Kampfes erreicht. Daher führten wir mit dem Update 22.1, genau 22.1, sorry, einige Änderungen an diesem kleinen Drachen ein, um das Spiel mit diesem Helden einfacher und angenehmer zu gestalten und sein Gameplay zu verbessern. Jetzt die Meerjungfrau. Der Bonus für die Schadenserhöhung für die Einheit unter der Blase fällt jetzt weniger stark aus, von 25% auf 10% verringert. Die Blase hat jetzt eine kürzere Dauer von 45 Sekunden auf 35 Sekunden, also auch da 10 Sekunden weniger. Die zum Zerstören der Blase benötigte Mana-Menge erhöht sich nun mit dem Level der Helden. Und die Fähigkeit versteckter Verteidiger hat sich geändert. Wenn eine Einheit jetzt eine Blase mit einem negativen Effekt erhält, wird die Blase zusammen mit einer Reinigung der Einheit zerstört. Warum? Derzeit ist die Meerjungfrau die stärkste und beliebteste Heldin. Das sagen uns die Spieler, das zeigen uns unsere Statistiken. Alles spricht dafür, dass diese Heldin den Ausgang der Schlacht zu sehr beeinflusst. Mit Version 20.0 wurde die Häufigkeit der Aktivierung ihrer Fähigkeit erhöht und außerdem erhielt die Einheit unter diesem Schutz mehr Blasen und Boni. Dies alles hatte große Auswirkungen auf die Qualität des Schutzes und die entsprechenden Boni. Wir rechnen damit, dass diese Änderung mehr Platz für andere Helden in der Meta schaffen und es dem Spieler ermöglicht, den Helden auszuwählen, der am besten zu seinem Deck passt, anstelle sich einfach einen Helden auszusuchen, ohne die taktische Anforderung an die Einheiten zu berücksichtigen. Und ja, ich würde da schon ziemlich mitgehen, ein bisschen bei einigen Punkten, denn wenn wir zugeben, bisher gab es nichts anderes als die Meerjungfrau, seit die verbessert wurde. Außerdem ist sie auch ein Grund, warum viele Matches so lange gehen. Und ihr wisst, ich bin da der Verfechter, dass die Games sich verkürzen müssen. Müssen wir nur schauen, was die Balance macht mit den anderen Helden. Vielleicht muss man da noch ein bisschen an den Rädern schrauben. Aber ich denke, ja, es war ein Schritt, der überflüssig war tatsächlich. Auch wenn ich mich da vielleicht bei den ein oder anderen unbeliebt mache. Bei mir selbst als Spieler auch, weil ich habe sie auch gerne gespielt. Aber ja, ich denke,
von den Statistiken her und den ja, Aussagen kann man das schon mitgehen. Trixie. Die aktivierte Fähigkeit der Heldin lässt die Amboss nun gleichzeitig mit den Mechanismen fallen, unabhängig davon, ob sich das Feld füllt. Der Basisschaden des Ambosses wird auf 5000 verringert und der Schaden erhöht sich mit dem Level der Heldin. Wir wollen die Erfahrung der Heldin und ihre Fähigkeit zu Beginn ein wenig verbessern, indem wir die herabfallende Ambosse gleich beim ersten Einsatz der Fähigkeit bereitstellen. Da es für die Anfänger manchmal schwierig ist, das ganze Schlachtfeld mit diesen leistungsstarken Mechanismen zu füllen, wir erwarten, dass diese Änderung dazu führt, dass sich die Heldin stärker voneinander abheben, die Helden, und dass sie gleichzeitig ihre einzigartigen Eigenschaften beibehalten und während des Spiels mehr Freiraum für unterschiedliche Decks schaffen. So, jetzt noch eine kleine Änderung an der Einheit, der Rotkäppi-Einheit, dem Alpha-Wolf, um genauer zu sein. Festgelegte Schadensberechnung beim Gestaltenwandel. Der Bonusschaden bis zu 50 Ladungen fällt jetzt niedriger aus von 1% auf 0,6%. Der Bonusschaden nach den Anhäufen von 50 Ladungen fällt nun geringer aus 0,3% auf 0,2%. Warum? Wir haben einen Programmierfehler in der Mechanik des Alpha-Wolfs-Talents gefunden. Die Schadensberechnung fiel mit der Gestaltwandlung falsch aus und die Schadenserhöhung war niedriger als geplant. Der Fehler wurde behoben. Da diese Einheit jetzt ziemlich stark erscheint, haben wir den Schadensbonus beim Sammeln von Ladungen geändert, um die geplanten Schadenswerte beizubehalten. Mit anderen Worten, trotz der geänderten Zahlen steigt der finale Schaden bei der Wahl des Alpha-Talents im Vergleich zur Version 22.0 sogar leicht an. Ja, also Alpha-Wolf jetzt noch stärker. Ich habe auch schon Videos gesehen, dass gefühlt Rotkäppi unstoppable ist auf Max-Level. Wir müssen echt ein paar Kristalle noch farmen, dass wir da auch bald hinkommen und es selber zocken können. Ja, das waren jetzt erstmal die Änderungen. Und noch eine kleine Anmerkung. In den offiziellen Communities für unser Spiel kannst du diese Neuigkeiten diskutieren. Ja, 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 haben wir gemacht. Dungeons abschließen. Ja, perfekt. Genau. So, dann kommen wir zu den interessanten Sachen, worauf ihr sicherlich schon wartet. Ich würde sagen, Heroes haben wir erledigt. Wir fangen nochmal mit den... wir gucken uns zuerst an, wie die Kämpfe aussehen, okay? Wir gehen rein. So, da sind wir. Tournament Fights. Genau, es wird so sein, dass wir halt jetzt hier bannen können. Ihr seht, da oben läuft ein Timer ab. Ihr seht dann die 5 Decks, die euer Gegner gebastelt hat. Wir hatten ja schon besprochen, wie das so ungefähr ablaufen wird. Wir müssen 5 Decks erstellen. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, dann 2 davon zu blocken. Sucht ihr euch halt die Decks raus, wo ihr denkt, dagegen könnt ihr am schlechtesten abschließen. Ihr müsst aber immer auch bedenken, der Gegner macht dasselbe gleich wie bei euch, ne? Deswegen, ja, ist auf jeden Fall immer taktisch gar nicht so, ja, ohne, ne? Man muss da wirklich jetzt sehr, sehr taktisch denken. Jetzt confirmt ihr die Geschichte, jetzt macht ihr natürlich euer Deck auswählen, was ihr spielen wollt. Das heißt, ihr seht jetzt, welche Decks euer Gegner bei euch geblockt hat. Und dann seht ihr die 3 Decks, die ihr übrig habt. Müsst jetzt nochmal überlegen, welche habt ihr jetzt beim Gegner geblockt. Vielleicht macht es dann auch Sinn, sich vielleicht da mal schnell so einen Screenshot zu machen, um nochmal nebenbei zu gucken, oh, welche Decks hat der Gegner jetzt noch, wenn ihr es euch nicht merken könnt. So als kleinen Tipp von mir. Dann wählt ihr euer Deck aus und dann geht's los. Oder ihr wartet noch ein bisschen. Warum auch immer. Er ist sich noch unsicher, was er wählt. Coole Grafik hier mit den eingesperrten Männekicken. Ja, so, jetzt warten wir natürlich. So, wir müssen jetzt mal hier ein bisschen vertonen, denn ich habe wieder mal das Gameplay nicht gemutet. So, wir gehen jetzt rein hier ins Gameplay. Und wir werden gleich die Modifiers sehen. Genau, so wird es ablaufen. Ihr drückt am Anfang der Wave. Ihr müsst nichts drücken. Ich hatte mich nämlich schon gewundert, wie das ablaufen wird. Ob es da ein Menü gibt. Es öffnet sich einfach ein Pop-Up-Fenster am Anfang der Wave. Und ja, dann könnt ihr euch auswählen, welche Modifier ihr auswählen wollt. Ihr könnt natürlich einen nehmen, der euch unterstützt. Oder ihr nehmt jemanden, einen Bad Luck zum Beispiel, der den Gegner natürlich einen schlechten Modifier gibt. Das ist alles möglich. So, jetzt nochmal die zweite Nachvertonung hier. Wir haben halt die unterschiedlichen Modifikatoren. Am Anfang der Boss-Rave sehen wir dieses Pop-Up-Fenster, was erscheinen wird. Dort könnt ihr euch die ja, entsprechenden Sachen kaufen. Das hatten wir uns schon vorher überlegt, wie es überhaupt funktionieren wird. Ob man da jetzt ein Riesenmenü hat, wo man sich alle Zauber auswählen kann. Nein, es werden immer euch 3 vorgeschlagen, aus denen ihr dann auswählen könnt. Wir müssen halt abwägen, ob wir die direkt kaufen. Denn wir haben eine bestimmte Anzahl an Points, diese Star Points da unten, die man dafür ausgeben muss. Und ja, eventuell muss man da auch ein bisschen taktisch überlegen, ob man da nicht lieber später in die höheren Modifikatoren reingeht. Ihr seht, ja, kommen jetzt auch lilane Chaos-Modifikator.
Alle 8 Sekunden tauschen zwei Einheiten ihre Plätze. Eine davon wird umgewandelt und die andere erhöht ihren Merch-Rang. Ja, also wirklich sehr verrückte Dinger mit dabei. Könnt ihr auch in-game sehen. Alle Modifikatoren, wenn ihr das Update schon geladen habt, könnt ihr so mit der deutschen Übersetzung euch nochmal anschauen. Und ja, Merchen bringt auch Punkte, wie ihr seht. Bei jedem Merch bekommt ihr, glaube ich, einen von diesen Star Points. Dazu dann beim Boss töten und wenn ihr ein Leben verlieren würdet, bekommt ihr auch nochmal extra Star Points. Ja, jetzt kommt der Chaos hier, flippt den Kollegen, den wir hier zuschauen. Ist aber bei seinem Deck jetzt erstmal nicht so schlimm. Wave Nummer 3, 63 Star Points. So, jetzt kommt wieder die Auswahlmöglichkeit und hier seht ihr das schon, Lionheart. Wir können ein Blazing Burn spawnen, was echt nicht so verkehrt ist. Also jedes Mal, wenn wir unsere Hero Ability einsetzen, können wir ein Blazing Burn rüberschießen zum Gegner. Das kann man taktisch sehr, sehr gut mit einbinden, denke ich mal. Kostet auch nur 15 Star Points. Also der ist schon auf jeden Fall interessant, muss ich sagen. Nimmt er den? Ja, den nimmt er. Zack. Und die lodernde Flamme rüber. Sehr cool. Ich glaube, der Gegner nimmt es selber, genau. Er setzt ihn jetzt gleich beim Boss ein. Da spulen wir jetzt natürlich mal hin vor. Und jetzt genau zur Boss Wave gibt der Gegner seine Ability rein. Und jetzt kommt der Blazing Burn vor dem Boss. Kann man natürlich auch taktisch sehr, sehr gut benutzen, diese Sache. Und ja, der Großmeister in dem Fall gibt sogar ein paar Points, ne? Weil der mercht eure Einheiten und dadurch bekommt ihr tatsächlich nochmal diese Punkte auch gut geschrieben. So, jetzt sind wir hier schon in einer höheren Wave. Da sehen wir das erste Mal einen goldenen Zauber und den kann ich schon mal spoilern. Den zeigen wir gleich im Verlauf des Videos nochmal. Der ist echt sehr, sehr stark. Zumindest sehr stark, wenn der Gegner nicht weiß, was der macht. Denn dort erscheinen zwei Statuen auf dem Feld. Und wenn ihr neben diesen zwei Statuen mercht, solange der Zauber aktiv ist, dann werden alle weiteren Einheiten auch versteinert, also die da dran gemercht werden. Ja, also wenn man da nicht aufpasst, da kann es schon böse werden. Ja, und der Zauber, der jetzt ausgewählt wurde, der verzaubert zwei Einheiten auf dem gegnerischen Board. Und wenn der Gegner daneben aber zweimal mercht, dann sind die Steine wieder befreit sozusagen. Den kann man eigentlich gut kontern. Den könnt ihr jetzt da oben auch wegmachen. Aber ja, ihr seht jetzt hier diesen Hand of Midas, diese zwei goldenen Steine. Der Kollege mercht jetzt gleich daneben auch noch. Und zack, ist der auch noch golden, kann auch nichts mehr mitgemacht werden. Aber er ist ja ein Beschwörer und er wandelt den jetzt gleich mit der Beschwörerfähigkeit um. Und das bricht sozusagen den Effekt tatsächlich. Zack, und er ist wieder keine Statue. Sehr, sehr cool. Da kommen die nächsten Modifikatoren, Gang. Da könnt ihr tatsächlich einen Bannerlord und einen Vortex aufs Feld rufen beim Gegner. Eigentlich nicht verkehrt. Gute Sache. Und Ice Walk hört sich auch sehr, sehr stark an. Aber ihr seht jetzt gleich auch schon, ich glaube beim nächsten Modifikator, da werden die Star Points dann fehlen. Man muss wirklich echt gut haushalten mit seinen Star Points, denn ja, die sind ganz schnell weg. Deswegen wird es da auch taktisch interessant, ob man da in den ersten 2-3 Waves vielleicht gar nichts kauft oder nur ganz geringe kauft. Und ja, oder ob man den Gegner halt früh stören will, versuchen will in den ersten Runden ihn schon irgendwie Knockout zu setzen. Oder ob es dann doch besser ist, bis zum Ende zu warten. So, den Chaos kriegt er ja auch noch down. Gibt es wieder 25 Points. Und jetzt sehen wir schon nochmal richtig krasse Modifikatoren auch. Er hat aber nur noch 57 Points, deswegen kann er sich nur noch diesen Cursed Ones leisten. Und die anderen beiden sind nicht mehr drin an der Stelle. Die nimmt er auch nochmal mit. Na, Video hängen geblieben? Ne, perfekt. Ah, okay, das waren glaube ich mit diesen Meteoriten da gerade. Ne, Quatsch, die kam vom Meteor. Ja, wie gesagt, die Modifikatoren gucken wir uns gleich nochmal im Schnelldurchgang an und notfalls könnt ihr die euch auch in-game mit deutscher Übersetzung anschauen. Ja, sehr schön. Und dann wollen wir natürlich wissen, was es für Belohnungen gibt. Ich zeige euch erstmal das Video hier nochmal. Da sehen wir schon mal, ah nee, das waren, doch,
Da sehen wir auch schon was, genau. Da kommen wir gleich nochmal zu. Hier wollen wir hin. Hier sind nochmal die Regeln aufgezeigt. Aber tatsächlich zeigen sie uns hier auch kurz die Ladder-Belohnung auch schon. Das habe ich beim ersten Mal gar nicht gesehen. Wir haben halt diese Spells, Modifiers, genau. Und hier seht ihr die Leaderboard-Belohnung. Es war tatsächlich, wie ich es mir gedacht habe. Ihr kennt Rush Royale. Hier sind sie. Ja, ist ja meistens so, dass die Leaderboard-Belohnung jetzt nicht so krass sind, dass da 1000 Chests mit bei sind. Ihr bekommt ein absolut krasses Abzeichen, ja, auf Platz 1, das muss man mal dazu sagen. Die ersten drei kriegen hier so ein Julius Caesar Inquisitor-Emote und 1 Million Gold, ja. 1 Million Dollar macht man nicht so. Naja, egal, lassen wir sein. Ist so in Ordnung. Ja, ich denke, die anderen Belohnungen sind da interessanter und auch gar nicht so verkehrt, würde ich sagen. Die Leaderboard-Belohnungen, die sind dann wirklich nur für die absoluten Grinder. Vielleicht sehen wir da den guten Shuffler in den Top 10. Das würde ich feiern. Ansonsten sind hier nochmal die Modifiers. Ich glaube, ihr habt die auch schon in-game mit deutschen Übersetzungen jetzt gerade, wer das Update gezogen hat. Ja, Surprise. Das kennen wir. Mit einer höheren Chance auf den Fusionsrang Chaos. Two Units Trap Place. Okay. Okay, two units wrap. A random unit transform into another and another unit increase its merge rank by one. Okay. Also es gibt echt, ja, Chaos trifft es ganz gut mit den Modifiern. Inspiration. Okay. Kann man vorher haben. Friends. Das wollte ich mal sehen. Once every 30 seconds. Random central unit gets one merge rank. Okay, das ist stark. Alle 30 Sekunden bekommt die Einheit in der Mitte einen Fusionsrang. Also ihr müsst dann halt so ein Kreuz aufgebaut haben. Die mittleren Einheiten bekommen dann einen Merge-Rang 20 Sekunden. Das ist gar nicht so schlecht. Da kann man eine Einheit gut pushen. Icework. Every 15 clear the enemy path and covers it. Okay, ja. 50% Beschleunigung. Ja, Fluch. Will be destroyed along with the unit on it. Ah, okay. Also die Unit wird dann zerstört, wo er drauf sitzt. Gang hatten wir schon. Genau, also auf der höchsten Stufe kommt da der Bannerlord oder der Vortex-Schamane. Ach du Scheiße, den kann man auch auswählen. Okay, ja. Dasselbe wie mit dem Fusionsrang hoch mit runter. Der Schaman. Chance of Double Reduction, 40% Chance. Eieiei, der goldene Schaman hier für 60. Ne, der hat sogar eine 50% Chance. Mana, where's the Mana? Die kennen wir. Bad Luck, das kennen wir auch. Da gehen wir jetzt mal ein bisschen schneller durch. Blizzard. Drei Einheiten werden eingefroren. Cursed Ones, genau, das hatten wir auch schon. Meteorsturm. Ein Warlock-Meteor. Okay, auch krass. Reinforcement. Bonus Release 5, okay. Also da wird nochmal nah am Tor Einheiten reingepusht nach 10 Sekunden. Das ist auch krass. Den Blitz hatten wir. Infinity Supply. When a unit is absorbed, that a random unit with Merge Rank 1 will appear. Okay. Das ist dann gar nicht so schlecht für den Schreddermeister wieder. Ne? 25% Chance, dass noch was erscheint. Und jetzt hier Hand of Midas. Two enemies, units transform into statues under the end of the wave and performing any action with units next to them turns those into statue 2. Oh mein Gott. Wenn ihr da nicht aufpasst und es nicht wisst, dann wird es richtig böse. Es werden zwei Statuen und wenn ihr daneben irgendwas macht, werden die auch zu Statuen. Alter Schwede. Lionheart kennen wir. Three enemy units turns to stones, two merges of neighbors, das hatten wir auch. Dark Pact. Mana gained increased by 15% until the end of the battle, but you lose two hearts. Ja, das hatte ich tatsächlich nicht gesehen. Das muss wohl auch eine Auswahlmöglichkeit sein oder das kann man noch andersweitig aktivieren, denn das hatten wir jetzt so nicht gesehen. Ja. Kann aber auch sein, dass man es random kaufen kann, aber würde ja keinen Sinn machen, wenn man es am Ende erst kaufen kann. Deswegen vielleicht kann man es auswählen, wenn man auf seine Lebensbalken oder so drückt. Und ja, trotz alledem kostet 60, also ein bisschen müsst ihr warten. In der ersten Wave geht es noch nicht. Ja, müsst ihr dann wissen, ob er das macht. Wie viel gibt es dafür jetzt Bonus? 15%. Das machen dann nur die, die sich richtig sicher sind. So, hier sehen wir die Key-Units. Ist eigentlich auch ähnlich zum.
Event, was wir gerade haben, No Battery Event hier, ihr wisst, was ich meine, ich komme gerade auf den Namen nicht. Ist ziemlich ähnlich, die Legendaries und hier die drei Epics sind Keycards. Und einige Legendaries sind keine Keycards, und zwar die Support Units. Okay, die Hexe ist eigentlich eine Support Unit, ist trotzdem Key. Und hier seht ihr die Legendaries, die keine Key Units sind. Ja, dann erstellt ihr euch eure Decks. Ihr könnt hier noch ja, eure Ausrüstung auswählen. Scheinbar auch wirklich, wie ihr das möchtet. Alles passend könnt ihr euch machen. Blaue Ausrüstung. Schon mal sehr krass. Dann bereitet ihr euch die Decks vor. 2000 Crit. Und ja, dann kann ich nur sagen, ich wünsche euch allen auf jeden Fall sehr viel Luck in dem Event dann. Jetzt gucken wir uns noch die Rewards an. Und dann sind wir durch. Das Video ist viel, viel länger gegangen, als ich dachte. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Die kleinen Sneak Peeks finde ich immer cool, dass wir da wirklich die Möglichkeit bekommen. Ich denke, es ist auch für den einen oder anderen sehr interessant. Hoffe ich zumindest. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schreibt mir auch die Meinung zu dem Event in die Kommentare. Das würde mich wirklich brennend interessieren. Ich bin ganz gehypt. Wir gucken uns jetzt die Rewards an. Wahrscheinlich werden der ein oder andere enttäuscht sein. Anacondas kann ich mich zurückerinnern. Es gibt tatsächlich eine kleine Sache, die nicht ganz umsonst sein wird. Aber wir schauen uns erstmal in Ruhe an. Let's go. Hier sind die Rewards und ihr seht direkt zwei Balken. Das heißt, die untere wird die Free-Belohnung sein, wie immer. Tatsächlich, ich habe heute auch drüber nachgedacht. Natürlich, Rush Royale kennen wir ja mit den Pässen. Es wird tatsächlich hier ein bisschen anders sein. Gehen wir gleich am Ende drauf ein. Aber die Free-Belohnung ist die untere Leiste. Hier seht ihr die Siege, die ihr braucht. Hier gibt es so Meilensteine. Ich weiß nicht, ob man dann ja alles einsammeln kann oder vielleicht immer so, wenn man ausgeschieden ist erst. Das ist so wie Save Points sind. Das weiß ich nicht ganz genau. Ich glaube aber nicht. Ich denke, man kann unten hintereinander einsammeln. Hier gibt es Epic-Fragmente auf jeden Fall. 10 schon mal auf 5 Siege plus 50 Kerne. Dann kommen 100. Kasper! Dann kamen 100 Essenzen, eine Goldtruhe. Emote unten, noch eine Goldruhe und ihr seht, Kasper, geh mal jetzt ab, komm. Lol. Ihr seht ganz am Ende tatsächlich, ja, der ist hier eine Lego-Tüten dran, deswegen gucke ich gerade so, sorry, Video, Zuschauer. Am Ende gibt es 30.000 Gold, eine Gold-Chest nochmal bei 9 Siege, also 10 Siege ist erstmal für jeden so die Richtlinie, die man sich holen müsste, sollte, um alle Belohnungen erstmal so zu erhalten. Ich weiß nicht, haben sie uns schon gezeigt, dass es hier eine Auswahl-Chest ist? Ja, es ist eine Legendary-Auswahl-Chest, das heißt, ihr könntet euch eine aus zwei Legendaries auswählen, aber ihr seht schon, die ist in der oberen Reihe. Und da gehen wir jetzt nach vorne, da zeigt er uns tatsächlich, was es kosten wird. Ihr braucht euch keinen Pass kaufen direkt, sondern ihr müsst die obere Linie mit Kristallen freischalten, 500 Kristalle. Ich weiß, es wird den einen oder anderen jetzt auch ein bisschen missfallen, aber ich muss sagen, ich finde es tatsächlich in Ordnung, denn wir gucken noch mal kurz hier rein. Ich sehe da schon den Magic Crystal. Und wenn ich jetzt in den Season Pass Shop gehe und mir für 500 Kristalle ein Magic Crystal kaufen kann, dann sind wir da jetzt schon mal besser. Und das ist ein Sieg. Ein Sieg, 500 Kristalle und ihr habt sofort ein Magic Crystal extra. Und die sind immer sehr, sehr selten. Ich denke, schon alleine das würde sich lohnen. Das zweite, was daran Gutes ist, ihr braucht keine Euros aufladen. Man kann ja auch Free-to-Play-Kristalle erspielen. Auf meinem Free-to-Play-Account zum Beispiel sind 2000 Kristalle drauf. Das heißt, wenn ich 10 Siege schaffe, denn alles ist gleich, jeder hat dieselbe Chance, dann hole ich mir hier ordentlich Belohnung für meinen Free-to-Play-Account raus. Mit diesen 500 Kristallen. Natürlich, wenn ihr die jetzt nicht da habt gerade, habt ihr jetzt nur noch anderthalb Wochen Zeit, euch die zu besorgen. Vielleicht irgendwie durch ja, Season Pass oder sonstiges oder normales Spielen, wie auch immer, Quests. Aber ich finde es ganz cool. Wir können auch nochmal gucken. Hier oben gibt es da 100 Staub, 200 Staub, sind schon mal 300 Staub. Hier gibt es nochmal fette 100 Fraktionskerne. Nochmal 200 Staub, sind wir schon bei 500 Staub. Wenn wir jetzt noch ein bisschen Luck haben unten in den Goldkisten, habt ihr aus dem ganzen Event hier zwei Legendaries plus einiges an Gold, Fragmenten. Noch Emotes gibt es noch für Peiler mit dem Live-Support. Vielen lieben Dank. Plus, ja, es hat 500 gekostet. 500 Kristalle gegen die ganzen Belohnungen für 10 Siege. Das muss man natürlich noch in Anführungszeichen setzen. Ihr müsst die 10 Siege schaffen und habt 5 Niederlagen Zeit sozusagen. Also, wer 10 Siege schafft, für 500 Kristalle sich die Belohnung alle einsnackt, bin ich ehrlich. Ist ein gutes Angebot, sollte jeder probieren zu schaffen. Ich werde es versuchen, auch mit einem Free-to-Play-Account zu schaffen.
Wir werden streamen an den Zeitpunkten. Deswegen hoffe ich da, dass ihr einschaltet, das Interesse groß ist, damit auch immer weiter so eine, ja, Sneak Peeks auch kommen, dass wir ein bisschen supported werden. Da brauche ich eure Hilfe, würde ich mich freuen drüber. Und ansonsten sind wir jetzt tatsächlich durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid zufrieden, ihr seid nicht zu enttäuscht damit. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob ihr es euch komplett for free gewünscht hättet oder ob ihr auch sagt, für 500 Kristalle ist das schon in Ordnung. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder hoffentlich mit Gameplay, wenn das Update für Computer da ist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch eine schöne Woche noch, bleibt gesund, bis dahin, haut rein und ciao, ciao.